Macht Sinn, oder? Naja. So. Gehen wir mal hier durch. Ich weiß gerade nicht, was jetzt auf der anderen Seite natürlich war. Gehen wir erstmal hier lang. Da hinten ist ein Dungeon. So, natürlich müssen wir schnellstens hier auch wieder an die Karte kommen. Das wäre von Vorteil. Ja. Ich habe es vorhin gesagt, diese Soldaten hier, das sind die, die ich vorhin meinte. Denen sollten wir nicht in den Sichtkegel laufen. Das sind zwar nur Soldaten wie die anderen auch, aber die halten viel, viel mehr aus und gehen auch aggressiver zu Werke, wenn sie uns finden. Sollte man, also sind nicht so gefährlich wie diese Gorillas, würde ich jetzt mal sagen, aber gerade wenn eine Vielzahl von denen in einem Bereich unterwegs ist, und das werden wir später haben, da will man sich nicht mit denen anlegen. Das geht relativ schnell in die Hose. So. Das Schöne ist natürlich, da sind auch so normale Soldaten mit reingemischt. Und wir sollen aufpassen hier mit dieser Waffe, weil die natürlich alles durchdringt. Wenn wir da mal versehentlich einen von diesen Soldaten treffen, dann lösen wir Alarm aus. Und da habe ich jetzt mal nicht so viel Bock drauf. Oh je, nee. Ja, und da sind natürlich hier diese einfachen Truppen noch mit drunter gemischt. Immer schön vorsichtig sein. Ah, scheiße. Ja, jetzt haben wir die erwischt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt laufe ich noch in die scheiß Lava rein. Na super. Ach Mann. Und dieser Dungeon war natürlich auch wieder eine einzige Sackgasse. Das ist großartig. Naja, zumindest können wir die jetzt mal aus der Ferne hier platt machen. Ach, scheiße, Mann. Das schmeckt mir irgendwie nicht so sehr. Hätten sie nicht die Karte hier einfach hinpacken können? Um mir das Leben einfach leichter zu machen. Naja, leider nicht. Oh, nein, was mache ich denn für einen Scheiß? Oh nein, ey, fuck. Ach, großartig, naja. Dann zeige ich euch mal eben, wie man es hier nicht machen soll. Also zum Glück waren hier jetzt nur zwei Wachen. Ach ja. Was soll's. So. Gehen wir jetzt mal hier oben lang. Um meine Nerven zu schonen. So, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich hier weitergehen soll oder ob wir zurückgehen und oben die andere Abzweigung ausprobieren. Also da geht es auf jeden Fall weiter. Hier oben schauen. Ich weiß gerade nicht so recht. Ich glaube, ich gehe mir mal oben den Weg ansehen. Ach ja, ist das nur wieder ein Raum mit einem Dungeon drin, wo wir dann die Karte kriegen oder so. Und das ist es tatsächlich, aber da kommen wir nicht durch. Da brauchen wir erst ein anderes Item von hier. Dass da die Karte hinter ist. Ich weiß es nicht mehr so genau. So, ich weiß aber auf jeden Fall noch, wo hier das Life-Max-Up versteckt ist. Ich kenne den Raum auf jeden Fall noch. Das ist ein größer, wo wir links durch die Lava gehen müssen. Naja, da ist kein passender Schusswinkel. Aber so machen wir das. Viel zu kompliziert aus. So, und der bewacht auch noch irgendwas Wichtiges dort. Jawohl. Ja, der bewacht einen Schalter, damit wir da oben lang klettern können.
könnten wir uns im Prinzip sparen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Um hier mal ein bisschen vorsichtiger zu Werke zu gehen. Ja, der Bereich ist echt nicht ungefährlich, also. Wir könnten da durchgehen, da würden wir ein paar Würmer auf uns zukommen. Okay, da ist ein Dungeon. Ich hoffe einfach, dass da eine Karte ist. Oh je. Yeah. Das sieht nach Spaß aus. Ja, ist natürlich genauso scheiße. Wenn wir nicht wissen, wo die Karte ist, wissen wir auch nicht den besten Weg, um uns an diesen Soldaten vorbeizuschleichen. Natürlich noch offen. Gehen wir jetzt mal hier oben lang. Weiß echt nicht mehr genau, was jetzt der richtige ist und welcher nicht. Oh, das sind auf jeden Fall normale Soldaten. Hier geht's nicht weiter, aber hier rechts. Wäre schön, wenn da jetzt schon ein Raum wäre, wo die Karte liegt oder. Ups, oder? Speicherraum vor dem Bossgegner. Zum Glück haben die keine Augen im Hinterkopf. Erstmal hier nachschauen. Ist ein guter Weg, oder? Und die Karte, jawohl, ja. Exzellent. So, dann können wir hier nämlich jetzt den schnellsten Weg wieder rausnehmen. Denn mehr gibt es hier für uns nicht zu holen. Das hat doch mal gut geklappt. Meine Gebete wurden erhört. Das freut mich doch. Oh, komm, dreh dich um. Jawohl. Dann gehen wir mal hier durch. Alles null problemo. Wir holen jetzt auch hier das Big Boss Ranking, obwohl das jetzt gar nicht mehr möglich ist, weil wir vorhin schon mal einen Alarm oder mehrere ausgelöst haben. Aber hey, was soll's. Natürlich noch besser, wenn wir uns als einer von denen verkleiden könnten, oder? Naja. So, da ist der Ausgang. Aber wenn wir hier, wenn wir direkt hinter den stellen, können wir hier so wie bei Metal Gear Solid 2 den alten Freeze machen. Ihnen die Hände hochhalten. So, das ist ein langer Weg, aber der ist ziemlich ja, linear aufgebaut. Dieser Weg dahinter, diesen beiden Blöcken, das war ein Durchgang, der ja wahrscheinlich mehr als Abkürzung dient, wenn wir auf dem Rückweg sind. So, ja, scheiß drauf. Ein Blatt. Das ist die beste Waffe dafür, die durchdringt Gegner und trifft auch alles, was auf dem Boden ist. Zack. Ein wenig Zeit gespart. So, gehen wir hier weiter. Das ist eine Speicherstation. Heiße ich immer willkommen. So, jetzt müssen wir hier runter. Jetzt ein bisschen Platz hier schaffen und wir brauchen unsere Bombe. Hier ein bisschen den Weg frei zu schaufeln.
Oh je, noch mehr Überwachungskameras. Hat jetzt noch schon ein bisschen was von dem, oh Gott. Ich wollte sagen, hier von dem, Schlachtschiff der Weltraumpiraten in Zero Mission. Weg halt rum, wahrscheinlich irgendwie als Abkürzung dient oder als Alternativweg vielmehr. So. Der Bereich hier hinter also. So, ah, und ich glaube, das ist der Raum, wo wir das Life-Max abkriegen. Da müssen wir nämlich jetzt, glaube ich, gleich irgendwo da auf der linken Seite unten da durch diese Lavamassen durch. Ja, hier war das. Ich glaube, das war nämlich dann auch hier in dem Dungeon mit drin, wenn ich mich nicht täusche. Erstmal brauchen wir aber Licht. So, Licht ist da. Und dann brauchen wir eine Privatsphäre. So. Ja, ist relativ klein hier. Aber Kleinvieh macht ja auch bekanntlich Mist. Bis rechts kommen wir gar nicht lang, dann scheiß drauf. Hier sind eh nur zwei, dann machen wir die eben platt. Keinen Bock, die große Runde zu drehen. Obwohl die genauso lang wäre wie die, wie wir jetzt gehen. Oh je. Ja. Oh Gott. Diese Logik mal wieder, ne? Logik kann eine Bitch sein. Logik ist für Pussys. So, jetzt haben wir auch noch hier so schöne Suchscheinwerfer. Die uns hier den Weg ein wenig erschweren wollen. Die fahren alle Geschütze auf, aber ich kann das nicht aufhalten. So, und ein Bossgegner. Wer wartet denn hier auf uns? S1000 Generator. Oh Gott. Ah. Also 1000 wahrscheinlich, weil der so wie so eine grausame Form aus flüssigem Metall hat. Naja, aber Robert Patrick wird jetzt nicht aus dem, oder? Oh, scheiße. Naja, aber eigentlich müsste ja gegen so flüssiges Metall eh der Flammenwerfer die beste Waffe sein. Um das dann schön zu schmelzen. Ja. Und als Belohnung winkt unser Life-Max ab. Schön. So, damit fehlt uns nur noch eins. Und im Spiel ist auch nur noch ein Sektor vorhanden. Dann rate doch dreimal, wo wir das letzte finden. Ja. Oh, was? Kommen wir doch easy peasy vorbei, oder? Überhaupt kein Problem. So. Jetzt haben wir hier so einen schönen Raum, wo wir sehr viel klettern dürfen. Jetzt das Level-Design auch so ein paar kleine Streiche spielen möchte. Oder mir hat es so ein paar kleine Streiche gespielt, vielmehr. So, wir müssen nämlich jetzt hier gleich schön unten entlang klettern, um
um da hinten an diesen Dungeon ranzukommen. Ja. Genau. So, und das hier ist mein absoluter Horror-Dungeon. Den hasse ich wie die Pest. Da habe ich viele Leben gelassen, denn dieser Raum hier, in dem wir drin sind, der ist riesig groß. Der ist voll mit diesen scheiß Wachsoldaten und auch mit so ein paar normalen. Und ja, ihr seht es hier. Das hier ist ein großer Raum, durch den wir hier jetzt durch müssen. Und die müssen wir vorsichtig ausschalten. Wir wollen nicht einen von den anderen hier alarmieren. Und natürlich, oh Gott. Natürlich, der Weg hier lang ist natürlich geebnet mit vielen solchen Einbahnstraßen. Aber ich denke, am besten mal mit der Reflexionswaffe sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Da können wir nicht so viel Schaden mit anrichten. Auch nur das Nötigste reflektieren. So zum Beispiel. Hier haben wir den richtigen Weg erwischt. Vermute ich jetzt mal einfach. Ist natürlich der, der an den meisten Soldaten vorbeiführt, wie immer, ne? Ist ja ganz klar. Zack. Ah, okay, das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen. Wenn wir den Schild aktivieren, kurz bevor uns ein Projektil trifft, dann wird das stärker zurückgeschleudert, als wenn wir das schon aktiviert haben. Das ist auch gut zu wissen. Wusste ich auch noch nicht, weil ich diese Waffe auch nicht so häufig verwende. So, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Müssen wir nur noch hier ganz vorsichtig durchgehen, ohne einen dummen Fehler zu machen. Und dann sind wir hier raus. Ja, schön. Das lief doch exzellent. Schön unsere Vorräte aufladen, obwohl die fast auf Maximum waren, aber... einfach weil wir es können. So, dann mal auf zum Boss. Wer wartet denn hier? Ach du Heiliger. Venom Master. Ja, der kann gut was wegstecken. Aber solange er uns nicht angreift. Oh, hätte ich nicht sagen sollen. Oh shit. Boah, das sieht nicht gut aus, heilige Scheiße. Gott, das hat fast meinen gesamten Waffenvorrat gekillt. Aber wir haben ihn. Naja, aber dafür als Gegenleistung kriegen wir jetzt die mächtigste Waffe im Spiel. Nämlich den Acceleration Blast. Den werde ich euch gleich mal demonstrieren. Der sieht nämlich so ähnlich aus wie den Angriff, den wir da gerade gesehen haben.